wie geht es deiner neuen Band? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Okay. Ach, gucken wir uns das mal mit dem Sitzkissen an. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Na, oh, er macht's nicht vor. Wie geht's deiner neuen Band? Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Tags? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Okay. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie, provokative lyrische Inhalte, sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen. Nehmen wir die Dreiton-Stimmenharmonie. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Okay. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Arbeitet ihr an einem Album? Schon mal im Radio gewesen? Wunderprächtig. Arbeitet ihr an einem Album? Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Ja. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Ja, nicht schlecht. Schon mal im Radio gewesen? Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Mhm. Großartig. Jupp. Wozu ist die Kiste? Hast du eine Katze? Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Wozu ist die Kiste? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Das ist wahrscheinlich sein Scheißhaus. Naja, egal. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Pupu hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Ja, B-Man. Okay. Lautsprecher. Was können wir hier? Lautsprecher. Grüntentakel, Bowlingkugel. Okay, wir nehmen mal die Bowlingkugel mit. Das ist zu schwer für mich alleine. Okay. Ah, schau an, Welteroberungspläne. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Okay. Schau an, Lautsprecher. Die würden Hoagie gefallen. Dann nehmen wir sie mit. Viel zu schwer. Videoband. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Nimm Videoband. Unser. Aha, an Ausschalter und benutze Anlage. Wow, das ist laut. Ein Hinweis. Und ich weiß, glaube ich, was zu tun ist. Drücke Lautsprecher. Jawohl. Lass uns lieber die Anlage ausschalten. Hui! Haben wir noch was? Haben wir noch was? Okay, der Raum war nicht leer. Der Raum ist abgegrast. Kümmern wir uns um den nächsten direkt. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Okay. Nicht mal das kann ich richtig machen. Also das scheint auf jeden Fall ein kleiner Hohlraum zwischen den beiden Ohren zu sein. Zumindest jetzt. Okay.
Wanted. Hatten wir nicht. Wer hatte denn dieses Design ist brillant Dingen? Das passt doch ziemlich gut jetzt zu ihm. Er nicht, ne? Hier, Bernhard. Wir reden erstmal. Warte mal. Zaubertinte. Die nehmen wir direkt mit. Wir reden mal mit ihm. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Puh, du siehst aber deprimiert aus. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Hallo, ich bin Bernhard. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Puh, du siehst deprimiert aus. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Nette Musik spielen sie hier, oder? Daneben nicht. Puh, du siehst deprimiert aus. Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die hängenden Schultern und das lange Gesicht. Der gläserne Ausdruck in deinen Augen. Die Pistole war ein richtiger Knüller. Yo! Die Pistole war ein richtiger Knüller. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheiten-Designer. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ja, wir haben dieses Design ist brillant Dinge, die irgendwo. Ich muss gleich mal gucken, ob Hoagie das hat. Könnte auch Hoagie sein, der das hat. Das müssen wir ihm auf jeden Fall geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich mag deine Designideen, versuchen wir das erstmal so. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Okay. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Meinst du, Existenz erfordert auch ein Ziel? Hast du Camus gelesen? Okay, wenn du dich nicht aufheitern lässt, ja gut. Nehmen wir das. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Nette Musik, die sie hier spielen, oder? Das erste haben wir ja. Also, er hat es ja schon gesagt, was wir machen, ne? Nette Musik spielen sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Jawohl, Fahrstuhlmucke. Okay. Also wir kommen hier auf jeden Fall nicht rein. Hier ist abgesperrt. Ja, hauen wir erstmal wieder ab. Den Automaten knöpfen wir uns mal vor. Das Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Nutzen wir ihn mal. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Hat er irgendwas mitgenommen? Habt ihr was gesehen? Okay. Nimm. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Okay, mit dem können wir erstmal nichts machen. Eistruhe. Schau an. Sie ist ziemlich kalt. Okay. Benutze Eistruhe. Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Okay. Macht das denn niemand jemals sauber? Macht das denn niemals jemand sauber? Widmen wir uns der Eistruhe später, denke ich mal. Wir können da jetzt eh nichts machen. Meine ich zumindest. Schauen wir mal. Gehen wir mal in die Tür rein hier. Oh, schick. Schließen wir die Tür. Genau, da ist ein Schlüssel. Den nehmen wir auch direkt mit.
Also ich wusste nur, in irgendeiner Tür, ich dachte immer unten in der Bürotür, da wäre der Schlüssel. Aber der scheint hier zu sein. Beobachtungskamera, also Edna ist auch mit dabei. Können wir hier was machen? Geh zu Fernseher, schau Fernseher. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Aha, 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 sehr aufschlussreich. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir unseren Diamanten herbekommen, wenn wir an die Kohle rankommen.